Ganz spezielle Vorstellungen zur perfekten Frau hatte auch Mario Orsulic immer auf seinen Liebesreisen. 10 Jahre später ist er jetzt wieder auf der Suche. Der Flug nach Thailand zu seinem alten Freund Heinz Nowak ist schon gebucht. Denn wenn er eine Frau findet, die seinen Wünschen entsprechen kann, dann dort. Thailand-Finale für mich ein super Land. Nicht? Preis-Leistungs-Verhältnis passt noch für uns. Für die Österreicher billig, essen, trinken billig, wohnen billig, alles durch die Bank. Nicht? Das ist, was bei uns alles viel zu teuer schon ist. Die Frauen, ja, ideal, 30 bis 40 Jahre. Nicht? Was ein bisschen schaut auf mich, wo man älter wird. Nicht? Kommen die Wehwehchen raus überall. Muss ein bisschen pflegen, nicht? Muss auf mich schauen, dass ich lang lebe. Das ist die ideale Frau für mich. Kein Stress, nicht? Wenn du heimkommst, dass das Essen da ist und alles, nicht? Dass man sich um alles kümmern muss selber, nicht? Putzen und alles selber noch machen. Und nicht eine Frau sucht, die was dir noch eintritt für andere Arbeit. Dass du heimkommst und noch alles selber machen musst, nicht? Im thailändischen Pattaya ist Heinz Nowak immer noch auf der Suche nach einer Frau, die bei ihm bleibt. Aber er scheint vom Pech verfolgt. Der 73-Jährige wollte sich in Thailand ein eigenes Unternehmen aufbauen, um sich so das Leben im Paradies zu finanzieren. Doch er scheiterte. Außerdem wurde ihm der Mietvertrag für seine Wohnung in Österreich gekündigt, in die er bisher immer zurückkehren konnte. Gemeinsam mit seinem österreichischen Freund Patrick ging er auf die Pirsch. Und kurz sah es so aus, als hätten beide ihr großes Glück gefunden. Doch auch in der Liebe musste er einen Rückschlag nach dem anderen verkraften. Heinz Nowak stand sogar kurz vor der Verlobung. Doch einmal mehr kam die Trennung unerwartet. Und auch Patrick musste wieder zurück nach Österreich. Frustriert und so einsam wie noch nie begibt sich Nowak in die Hände der sogenannten Ladyboys und investiert sein letztes Geld in ein wenig Nähe und Liebe. Ja, auch wenn es nur für eine Nacht ist. Ob Mann, Frau oder Transgender, der selbsternannte geile alte Sack ist inzwischen offen für jede Form der Liebe, solange er nicht alleine einschlafen muss. Stolz zeigt er, dass er inzwischen die Eigenheiten der Ladyboys ganz genau kennt. Das war's jetzt zum Schluss. Nicht zu viel erzählen. Wenn ich jetzt eine Revue passieren lasse über das Ganze, ist das Höhen und Tiefen. Die erste Tiefe war, wie ich keine Arbeit gekriegt, keine Arbeitsgenehmigung gekriegt habe, das nicht schon genug wäre. Und meine liebe Hausfrau über WhatsApp geschrieben, dass ich gekündigt bin, 12 Jahre habe ich dort gewohnt und sie braucht das für den Eigenbedarf. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich nach Hause komme, bis ich was finde, wo ich in Auto schlafen muss. Ich bin zuversichtlich. Ich denke auch immer nur 2-3 Wochen in Fuhr hinein und mache keine großen Pläne. Ich habe ihm Thailand gezeigt, den Nowak, nicht? Am Anfang hat er sich überall aufgeregt. Das gefällt ihm nicht, das taugt ihm nicht, das taugt ihm nicht, nicht. Und 3 Jahre später fliegt er nach Thailand und bleibt monatelang unten. Das ist schon komisch, nicht? Wenn mir was nicht gefällt irgendwo, nicht? Dann fliege ich nicht hin. Aber jetzt taugt es ihm auf einmal. Das ist ja jedes Jahr in Thailand. Weil wo kann sich ein 73-Jähriger, 25-Jähriger leisten? Da braucht man viel Geld bei uns. Da unten ist es halt noch billig alles. Wenn man eine heiratet, ist es besser, man geht nach Thailand und bleibt in Thailand. Das ist das Beste halt. Ne? Aber in Österreich hätte man keine Umwelt sein. Ja, in Thailand unten leben, 5 Monate oder was weiß ich. Oder vielleicht länger. Ich habe einen Freund, der war 9 Jahre durchgehend in Thailand. Der hat unten eine fix gehabt und alles. Bis einkaufen gegangen, aber hat alles. Sie kriegt ja alles billiger, nicht? Die Thailänderin kriegt in Thailand alles billiger. Ist das so? Ja, das Preis ist. Mir zahlen das Doppelte. Es ist wurscht, wo du reingehst, ob du jetzt ein Gewand kaufst oder das Essen kaufst oder irgendwie, wird es nicht das Doppelte. Sie als Thailänderin weiß das bei uns genau, sie kriegt alles billiger. Und darum ist es gut, wenn man oben geht, monatelang, irgendein Thailänderin sie nimmt und die einkaufen schickt. Die holt alles billiger. Alle, was der Thailänderin da herzeigt, nach Österreich kommen oder irgendwo hin, das ist wurscht in Deutschland. Ich glaube nicht, dass sie glücklich geworden sind mit ihr. Mit ihr haben wir eine komplett andere Mentalität. Dann sind sie es weder gar nicht gewinnt bei uns. Ja. Aber ein Freund, der hat eine geheiratet, der hat glaubt, der macht was Gutes. Ist mit ihr Skifahren gegangen, Arlberg. Die hat das Zimmer nicht verlassen. Die ist gesessen nur beim Ofen mit der Tonnenjacke. Die hat noch nie in ihrem Leben 10 Grad minus oder 50 Grad minus gehabt. Da unten gibt es schlechtestens fast 20 Grad plus. Das ist das Schlechteste, was passieren kann. Und da ist einer schon kalt und drinnen mit der Jacke alle umeinander. Heinz Nowaks Kumpel Patrick ist jedes Jahr mindestens 2-mal in Thailand auf Frauensuche.
Vor dem nächsten Trip lernt er seinen Mitreisenden Mario kennen. Kriegt einen Dezitronen. Was kriegst du? Verlängert er bitte. Gut, freut mich, dass wir uns jetzt einmal treffen können. Ja, ich hab gehört, der Heinz hat mir gesagt, du willst nach Thailand fliegen jetzt da. Ja, wir auch, wir fliegen jetzt da. Naja, vor ein paar Monaten habe ich ihn das letzte Mal gesehen unten. Und er hat mir auch erzählt, dass du jetzt auch wieder fliegen willst. Ja, und dann wieder da fliegen ein bisschen. Schauen wir mal, was er anspielt wieder. Durch die Bahn. Ich war schon lange nicht unten. Speziell in Österreich ist es so, dass man eigentlich teilweise schon fast gar keine Chance mehr hat, irgendeine Dame kennenzulernen, beziehungsweise wenn man, egal ob online oder auf der Straße, wenn man eine Dame ansprechen will, muss man mal erst überlegen, was sagt man zu ihr, dass man überhaupt eine Reaktion kriegt. Ja? Also entweder sie dreht sich gleich weg oder man hat einfach gar keine Chance. Ja? Und in Thailand ist es natürlich schon ganz anders, weil man natürlich als Weißhäutiger sozusagen, ja, oder als Europäer natürlich wie soll ich sagen, man ist halt einfach gerne gesehen. Ja, also sagen wir so, ein Traumtyp sozusagen. Ja. Thailands Strände werden jedes Jahr von tausenden Touristen bevölkert, die auf der Suche nach einem Liebesabenteuer sind. Einer von ihnen ist Heinz Novak, der seit mehreren Monaten in Pattaya lebt. Aufgeregt wie schon lange nicht, erwartet er heute seinen Freund Mario Orsalic am Flughafen. Herzlich! Mario! Der Check ist auch da! Wie geht's dir alles aus? Alles gut, ja, alles super! Noch nicht gesehen? Ja. Wir haben ein kleines Problem. Das Hotel ist überbucht. Aber wir kriegen einen Schlafraum für 8 Leute. Schlaf am Strand, hä? Gut, am Strand ist eh warm. Ja. Dann gehen wir an, Check. Ich rufe die Business-Taxi. Wir müssen runtergehen, einen Stock tiefer. Für mein Urli habe ich da eine Überraschung. Die möchte ich aber jetzt nicht. Eine lange Reise wohl, ja, gell? Was Sie haben ihn Herrn Novak schon länger nicht gesehen. Wie hat er sich denn verändert? Na ja, ein bisschen ein paar Vorbote wenigstens gekriegt. Das ist immer so krass weiß. Nicht mehr so wie Hickspim. Genau, früher ausgeht wie Hickspim, aber jetzt schaut er wenigstens ein Wie ausgespielt. Aber ihm geht's gut, glaube ich, in der Pension, oder? Ja. Nicht? Bin herrlich zufrieden. Was soll's da? Alles super. Oder bleibst du da wieder 5 Monate? Bis mir das Geld ausgeht. Ach so. Na gut, dann schauen wir. Gehen wir runter. Gehen wir runter, jawohl. Zum Taxi. Jawohl. Auf geht's. Vollgas. Ja. Jetzt rein, der Hosen hat schon Löcher hinten. Ja, das sind die 5 Schatz, was ich los. Das ist ganz krass. Henry! Zeig die Melone. The handsome Henry, the beautiful man from Vienna. Ja. Was? Hans, du bleibst hier? Du bleibst da, weil ich nehme die 5 Wir nehmen die Frauen mit. Wer kommt? Wir nehmen die Frauen mit. Wir nehmen alle Frauen mit und du bleibst hier. Geht ihr kommen? 5 ladies, too much. Hey, jetzt ist doch schiere Sache. Darf ich nicht gehen? Komm, du alter Trottel, wir fahren. Ja. Bin schon 14 Stunden unterwegs, Herr. Du Feine.